Grüß Gott und herzlich willkommen zur ersten Online-Lektion zu den Grundfragen des Mathematikunterrichts. Das Thema bleibt das gleiche wie in der zweiten Präsenzsitzung. Es geht also um Zweck und Ziele des Mathematikunterrichts, beziehungsweise genauer um Allgemeinbildung und Mathematikunterricht. In diesem Video sollen Sie zwei weitere Ansätze zur Beschreibung der allgemeinbildenden Funktion von Mathematikunterricht kennenlernen. Einen aus Österreich, nämlich den von Roland Fischer, und einen aus Deutschland, nämlich den von Heinrich Winter. Ich werde auch versuchen, nebenbei Bezüge zum Allgemeinbildungskonzept von Hans-Werner Heimann herzustellen. Wir beginnen mit der Konzeption von Roland Fischer. Roland Fischer war bis 2013 hier in Klagenfurt Professor für Didaktik der Mathematik und gleichzeitig auch noch für Wissenschaftskommunikation und Hochschulforschung. Er ist aber nicht nur wichtig, weil er ein Lokalmatador ist, sondern stellt auch eine wichtige Ergänzung zu Heimann insofern dar, als seine, also Fischers Konzeption, sich auch ausdrücklich auf die höheren Schuljahre, also auch über die Pflichtschulzeit hinaus, beziehen lässt. Und seine Konzeption bildet, wie wir dann später im Semester auch noch sehen werden, den bildungstheoretischen Rahmen für die AHS-Zentralmatura. Die Allgemeinbildungskonzeption von Roland Fischer hat sich, basierend auf Vorarbeiten, die bis in die 1980er Jahre zurückreichen, im Wesentlichen in zwei Etappen entwickelt. Im Jahr 2001 hat er sein Konzept erstmals als höhere Allgemeinbildung mit dem Bildungsziel Kommunikationsfähigkeit mit Expertinnen und der Allgemeinheit aufgeschrieben. Da stand vor allem die Oberstufe im Zentrum. 2012 ist dann eine überarbeitete Variante unter dem Titel Fächerorientierte Allgemeinbildung erschienen, wo als Bildungsziel reflektiert urteils- und entscheidungsfähige Laien und Laienen genannt werden. Außer den leicht veränderten Bezeichnungen hat sich da vor allem etwas zur Position Fischers verändert, welche Bildungsziele denn nun für die Pflichtschulzeit, also für die Unterstufe, als relevant angesehen werden. In der Variante von 2001 ist Fischer noch davon ausgegangen, dass die Pflichtschule vor allem den Auftrag hat, Rüstzeug für das Leben bereitzustellen. Was Mathematikunterricht betrifft, also im Wesentlichen solches mathematische Wissen und Können, auf das fast jeder in seinem späteren Privat- und Berufsleben und als aktive Mitbürgerin oder Mitbürger in einer demokratischen Gesellschaft zurückgreifen wird. In Heimanns Konzeption entspräche das wohl weitgehend dem, was wir als unmittelbare Lebensvorbereitung bezeichnet haben. Und jedenfalls 2001 ist Fischer auch noch davon ausgegangen, dass es das im Wesentlichen dann für die Pflichtschulzeit auch schon gewesen wäre. Fischer sagt dann weiter, dass er glaubt bzw. davon ausgeht, dass die höheren Schulen bzw. höheren Schuljahre an diesen Schulen auch noch einen Allgemeinbildungsauftrag haben, also einen eigenen, spezifischen. Die Gegenthese wäre, nee, da muss nur noch Studierfähigkeit im Sinne der Vorbereitung für weiteres Lernen und gegebenenfalls noch gewisse inhaltsunabhängige Schlüsselqualifikationen erworben werden, ja, sowas wie Teamfähigkeit, Zeitmanagement und so weiter, gewissermaßen als formale Vorbereitung für den späteren Beruf. Vor allem meint Fischer, dass Allgemeinbildung eben etwas anderes wäre, als jemanden in der Schule schon einmal darauf vorzubereiten, in welchem Bereich er dann später vielleicht einmal Expertin oder Experte wird. Ihn also zum Beispiel möglichst gut auf ein Studium im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich vorzubereiten, indem man gewisse Teile der Expertenausbildung einfach schon gewissermaßen in die Schulzeit vorverlegt. Allgemeinbildende höhere Schulen hätten schließlich auch den Auftrag, ein sinnstiftendes Angebot für diejenigen zu machen, die sich dann später eben gar nicht mehr so intensiv mit zum Beispiel Mathematik beschäftigen, und es bestünden definierte Unterschiede zwischen diesem Ziel, also Mathematik für alle, auch für die, die sich später dann nicht wieder mit beschäftigen, und dem Ziel so einer Art Expertinnenvorbildung in dem Bereich, wo man dann später vielleicht dann auch einmal hingehen möchte. Worin besteht nun aber das wesentliche Bildungsziel höherer Allgemeinbildung, die dann für alle Menschen und nicht nur diejenigen wichtig ist, die sich sowieso schon für Mathematik interessieren? In der Version von 2012 benennt Fischer als Bildungsideal reflektiert urteils- und entscheidungsfähige Laien. Im Zentrum der Überlegung stehen dabei charakteristische Merkmale unserer heutigen Gesellschaft,
die sich ganz grob mit der Formel demokratisch verfasste, arbeitsteilig organisierte Entscheidungsgesellschaft umschreiben lassen. In arbeitsteilig organisierten, funktional differenzierten und demokratisch verfassten Gesellschaften ist es jedem von uns möglich und für das Funktionieren der Arbeitsteilung auch wichtig, dass eben nicht jeder von uns alles selbst tun muss, was getan werden muss, um uns selbst ein qualitätsvolles Leben zu ermöglichen. Wir delegieren an Fachleute oder lassen uns zumindest beraten, bevor wir selbst etwas tun. Hier entsteht nun nach Fischer ein ganz eigenes Bildungsproblem. Jeder von uns, also jedes Gesellschaftsmitglied, ist in fast allen Bereichen Laie, in sehr wenigen selbst Expertin. Und in der Expertinnen-Laien-Kommunikation sind die Informationen und die Verantwortung typischerweise asymmetrisch verteilt. Die Expertin verfügt in einer Entscheidungssituation, in der wir auf ihre Expertise zurückgreifen wollen, immer über ein höheres spezifisches Wissen und Können. Ja, sonst wäre sie ja gerade gar keine Expertin, wenn das nicht so wäre. Trotzdem liegen Entscheidungsgewalt und Verantwortung für die Entscheidung oft auf unserer Seite, also auf der Seite derjenigen, die die Expertise einholen, also auf der Seite der Laien. Nehmen wir mal ein ganz typisches Beispiel. Eine Chirurgin klärt den Patienten über eine Operation auf. Für diese Operation entscheiden muss sich aber der Patient selbst. Wahrscheinlich sogar verbrieft durch eine Unterschrift. Und das, obwohl er ja weniger von dieser Operation versteht als die Chirurgin und der Patient die Operation selbst ja wohl auch gar nicht durchführen könnte. Das sich ergebende Bildungsproblem ist nun, wie man in Fachunterricht auf solche für den individuellen Alltag im Kleinen wie auch für die Organisation großer gesellschaftlicher Entscheidungsprozesse ganz typische Konstellation von Experten-Laien-Kommunikation gezielt vorbereiten kann. Es geht also darum, inwiefern Fachunterricht eine überzeugende Antwort auf die Frage findet, was man wissen und tun können muss, also lernen sollte, um gut delegieren zu können und sich beraten zu lassen. Um es noch mal etwas pointierter zu sagen, Fischer geht davon aus, dass mündige Bürgerinnen in vielen Fragen des öffentlichen und privaten Lebens mit Aussagen von Expertinnen konfrontiert werden und sich über diese Aussagen eine Meinung bilden und gegebenenfalls auch eine Entscheidung treffen müssen. Sie befinden sich damit in einer ähnlichen Rolle wie eine Richterin, die sich in Prozessen häufig über die Aussagen von Sachverständigen ein Urteil bilden müssen. Fischer meint dann, dass sowohl mündige Bürgerinnen als auch Richterinnen auf die fachliche Richtigkeit eines Urteils meistens weitgehend vertrauen müssen, weil sie eben ja nicht die Sachverständigen sind, sondern nur die Richter. Aber sie müssen sich sehr wohl Urteile über die Bedeutsamkeit dieser Sachverständigenmeinung oder Expertinnenmeinung für ein bestimmtes Problem oder eine bestimmte Situation bilden können. Denken Sie meinethalben noch einmal an die Operation von vorhin. Chirurginnen können Sie über deren Risiken versuchen aufzuklären. Ob Sie die dann durchgeführt haben wollen, entscheiden aber letztlich Sie selbst. Und das ist eben ganz typisch. In der Bank berät Sie jemand über einen Kredit oder eine Anlagemöglichkeit, entscheiden müssen Sie. Anders funktioniert das mit der Arbeitsteilung halt nicht. Weniger verstehen, trotzdem darüber entscheiden, aber dafür eben auch weniger selbst tun können müssen. Nun geht Fischer zwar einerseits davon aus, dass so eine Kommunikationsfähigkeit mit fachlichen Expertinnen und Experten ein wichtiges Ziel für alle Menschen ist und es dürfte auch niemand grundsätzlich vom Erwerb dafür nötigen Wissens und nötiger Kompetenzen ausgeschlossen werden, trotzdem sei es wohl realistischerweise so, dass manche Menschen, insbesondere diejenigen, die dann länger zur Schule gehen können, dem Ziel einer solchen Kommunikationsfähigkeit bzw. reflektierten Entscheidungsfähigkeit einfach etwas näher kommen als andere, etwa solche, die eben deutlich weniger lange zur Schule gehen. In seiner Konzeption von 2001 weist Fischer daher denjenigen, die höhere Bildung genießen, also noch die AHS machen, so eine Art Vermittlerrolle zu. Sie sollten in besonderer Weise befähigt sein, zwischen Expertinnen und der Allgemeinheit zu vermitteln. Sie sollten also, so ähnlich wie gute Journalistinnen, in die Lage versetzt werden, das, was Expertinnen sagen, in eine verständliche Form zu bringen und dann auch der Allgemeinheit zugänglicher zu machen.
Nun kann man sich streiten, inwiefern denn die höher Gebildeten in unserer Gesellschaft später wirklich überhaupt in die Position kommen, als solche Kommunikatoren zu fungieren. Und in der Variante von 2012 hat Fischer diesen Aspekt dann auch weitgehend weggelassen. Also die Richterinnenrolle, die ohnehin allen Menschen zukommt, die ist bedeutsamer als diese Journalistinnenrolle für die höher Gebildeten. Aber davon unabhängig. Welches Wissen und Können müsste man denn nun erwerben, um nicht selbst Expertin zu werden, aber doch reflektiert und rational über die Vorschläge von Expertinnen entscheiden zu können? Fischer hat dazu vorgeschlagen, drei Bereiche des Wissens zu unterscheiden, mit jeweils unterschiedlicher Bedeutung für Expertinnen und Laien. Erstens Grundkenntnisse, also grundlegende Konzepte, Begriffe und auch Darstellungsformen und Grundfertigkeiten. Dann zweitens mehr oder weniger kreatives Operieren damit, das meint Rechnen und das meint Operieren im Bereich der Anwendung, also Problemlösen, innermathematisches und außermathematisches oder eben auch die Generierung neuen Wissens, das wäre das Forschen. Und drittens gibt es da noch einen Bereich, der ist hier Reflexion oder Reflexionswissen benannt und da geht es um die Frage, was ist denn eigentlich die Bedeutung der Begriffe und Methoden, was leisten sie und auch wo sind ihre Grenzen? Laut Fischer gilt dann weiter, dass Expertinnen in allen drei Bereichen und die gebildeten Laien vor allem im ersten und im dritten Bereich, also beim Grundwissen und bei der Reflexion und dem Reflexionswissen, besonders kompetent gemacht werden müssen. Woher kommt diese Unterscheidung? Naja, das operative Wissen bezeichnet ja gerade den Teil, den man später in seinem Leben, wenn man dann nicht mehr zur Schule geht, an andere delegieren würde. Ich will mich ja eben in der Regel nicht selbst verarzten, will mein Haus nicht ganz alleine planen und bauen, will meine Geldgeschäfte nicht alleine erledigen, sondern dafür hole ich mir ja die Expertin. Aber was kann nun mit Blick auf ein konkretes mathematisches Thema unter diesen drei Wissensarten, Grundwissen, das wichtig ist für die Laien, operatives Wissen und Können, was nicht so wichtig ist für die Laien und die Allgemeinbildung, und Reflexionswissen, was dann wieder bedeutsam ist für die Laien und Laien und für die Allgemeinbildung, was kann man also darunter verstehen? Fischer selbst sagt dazu leider relativ wenig, deswegen schauen wir hier in einem Text von Werner Peschek, Susanne Prediger und Edith Schneider nach. Das Beispiel ist in diesem Fall das arithmetische Mittel. Zum Grundwissen wird jedenfalls gehören, dass man den Begriff selbst bzw. eine entsprechende Definition kennt. Wobei wir später eben auch noch lernen werden, dass zum Verständnis eines Begriffs in der Regel doch etwas mehr gehört, als seine Definition zu kennen. Hier jetzt beim arithmetischen Mittel sollte man zumindest wissen, dass das insofern einen Durchschnitt modelliert, als dass man einfach alles zusammenzählt und dann gleichmäßig auf die Anzahl der Summanden verteilt. Zum Begriffsverständnis und damit zum Grundwissen gehören auch wichtige Eigenschaften. Das wäre in diesem Fall etwa, dass man das arithmetische Mittel eigentlich nur sinnvoll für metrische Daten berechnen kann. Und dass es sehr empfindlich auf Ausreißer reagiert, also auf wenige, sich deutlich vom Durchschnitt unterscheidende, sehr kleine oder sehr große Werte. Das operative Wissen ist hier jetzt eher schmal. Da geht es eben um das Berechnen des arithmetischen Mittels, wobei man eben manchmal auch Häufigkeitstabellen vorliegen hat, also nicht lauter einzelne Zahlen, sondern sowas wie etwa den Notenspiegel, wo dann steht 3x1, 5x2, 4x3 und so weiter und so fort. Über das arithmetische Mittel zu reflektieren, würde nun meinen, sich zum Beispiel die Frage nach dessen Zweck zu stellen. Also, warum will man eigentlich bestimmte Daten durch einen einzelnen typischen Wert darstellen? Und dann auch weiter. Inwiefern ist das arithmetische Mittel denn ganz im Allgemeinen oder bezogen auf einen ganz bestimmten Kontext überhaupt ein wirklich geeigneter, typischer Wert? Und schließlich kann man auch fragen, warum man eigentlich bei Noten das arithmetische Mittel lieber nicht berechnen sollte. Kommen wir nochmal zurück zu den drei Wissensarten. Bevor wir uns das Grundwissen und das Reflexionswissen genauer anschauen, sind ein paar Worte zum für Laien nicht ganz so wichtigen operativen Wissen sinnvoll. Wenn Fischer den gebildeten Laien im Bereich der Anwendung von Mathematik und der Generierung neuen Wissens weniger stark in der Pflicht sieht, dann denkt Fischer hier zunächst auf der Ebene der Bildungsprodukte bzw. derjenigen Kompetenzen,
die dann am Ende der Schulzeit übrig bleiben sollen. Er hält aber ausdrücklich fest, dass das nicht bedeutet, dass man im Prozess der Allgemeinbildung auf das Operieren gänzlich verzichten könne. Nur wenn man eben die Frage betrachtet, was letzten Endes und längerfristig überbleiben soll, so wird das eben eher nicht das Operieren sein. Fischer sagte etwa, es sei wohl eher unrealistisch zu erwarten, dass gymnasial gebildete Menschen in der Oberstufe gelernte mathematische Methoden in relevanten Zusammenhängen anwenden oder philosophische Untersuchungen oder physikalische Versuche durchführen, wenn sie die Schule dann einmal verlassen haben. Trotzdem kann beim Problemlösen, Beweisen und beim mathematischen Modellieren durchaus etwas Bildungsrelevantes gelernt werden. Es könnte nämlich insbesondere Grundwissen gefestigt und eine Basis geschaffen werden für sinnvolle Fragen zur Reflexion. Es ist aber eben nicht das Problemlöse-, Beweis- oder Modellierungskönnen selbst, das dann am Ende des Bildungsprozesses übrig bleiben soll. Also für die Allgemeinbildung könnte man sagen, ist operatives Wissen und Können nicht der Zweck, sondern eher ein Mittel zum Zweck. Kommen wir nochmal zum Grundwissen und zum Reflektieren. Die Basis jeder Kommunikationsfähigkeit oder reflektierten Entscheidungsfähigkeit ist zunächst mal das Grundwissen. Ohne eine gemeinsame Sprachbasis können wir uns nicht den Expertinnen gegenüber verständlich machen. Und andererseits haben wir dann eben auch keine Chance, ihre Antworten zu verstehen. Zum Grundwissen gehören jedenfalls zentrale mathematische Begriffe. Wobei ein verständiger Umgang mit diesen Begriffen notwendig ist, was wir später in diesem Semester dann noch mit der Forderung verknüpfen werden, dass bewusste Grundvorstellungen zu den Begriffen aufgebaut werden. Neben Begriffen sind typische Darstellungsformen zentral und es hilft auch ungemein, wenn man einen groben Eindruck von typischen Anwendungsgebieten und Arten der Anwendung hat. Etwas schwieriger ist das mit der Reflexion. Peschek, Prediger und Schneider definieren Reflektieren als Nachdenken über Zusammenhänge, die nicht unmittelbar gegeben sind. Vielleicht mal am Beispiel von vorhin. Wenn ich frage, warum arithmetische Mittelbildung für Schulnoten eigentlich ungeeignet ist, dann muss ich dazu Zusammenhänge herstellen. Zwischen Eigenschaften von einerseits Schulnoten und andererseits dem arithmetischen Mittel. Und die sind eben in der Frage gar nicht direkt gegeben. Nur wenn ich weiß, dass Schulnoten nicht wirklich metrische Daten sind und das mit dem Umstand in Verbindung bringe, dass das arithmetische Mittel eben eigentlich nur für metrische Daten berechnet werden darf, kann ich auf die Frage sinnvoll antworten, warum das arithmetische Mittel für die Mittelwertbildung von Schulnoten nicht geeignet ist. Dieses Nachdenken oder Reflektieren kann dabei durchaus unterschiedliche Zusammenhänge betreffen. Oleskovs-Mose benennt hier etwa 4 Ebenen, mathematikorientiert, modellorientiert, kontextorientiert und lebensweltorientiert, auf die wir gleich noch zurückkommen. Zunächst sei noch betont, dass dieses Nachdenken bzw. Reflektieren jetzt kein Selbstzweck sein soll. Also so à la gut, dass wir mal darüber geredet haben. Sondern, dass bei dem Reflektieren dann auch etwas, nämlich Reflexionswissen, hängen bleiben soll. Also eben dieses von Fischer beschriebene Wissen über Möglichkeiten und Grenzen, Vor- und Nachteile eines bestimmten mathematischen Konzepts, einer Darstellung oder eines Verfahrens, eben solches Wissen, das später einmal helfen kann, Expertinnenratschläge dann besser beurteilen und rational entscheiden zu können. Peschek, Prediger und Schneider haben dann zur näheren Erläuterung der von Skovs-Mose unterschiedenen möglichen Ebenen der Reflexion noch jeweils typische Leitfragen dazugegeben. Die will und kann ich hier und heute aus Zeitgründen nicht alle einzeln vorlesen. Sie bekommen die Folien ja nach dem Ansehen des Videos auch freigeschaltet und können sich die dann ganz in Ruhe einmal durchlesen. Schauen wir zumindest kurz auf die Ebenen herauf. Bei der mathematikorientierten Reflexion stellt man sich zunächst einmal rein innermathematische Fragen. Also zum Beispiel, kann das Ergebnis überhaupt stimmen? Wie könnte ich das nochmal auf eine andere Art überprüfen? Und so weiter und so fort. Bei allen anderen Reflexionsebenen geht es immer um das Zusammenspiel von Mathematik mit außermathematischen Aspekten. Und gewissermaßen machen wir ein immer größeres Fass auf. Modellorientiert reflektieren heißt etwa bei einer ganz konkreten Problemstellung zu fragen, ob der mathematische Begriff oder das Verfahren, was man da vor sich hat, zu dem außermathematischen Problem, das man da vor sich hat, überhaupt passt. Wenn wir uns wieder an das Beispiel mit dem arithmetischen Mittel erinnern, könnte man zum Beispiel fragen, ob das ein gutes Modell für ein mittleres, also typisches Einkommen in einem Betrieb oder sogar einer ganzen Volkswirtschaft ist.
Da ist die Antwort meistens dann eher nein, weil es häufig viele eher moderate und niedrige Einkommen und sehr wenige sehr hohe Einkommen gibt. Und die wenigen sehr hohen Einkommen ziehen dann das arithmetische Mittel deutlich nach oben. Kontextorientierte Reflexion würde dann heißen, dass man überlegt, warum man im Bereich von Einkommen innerhalb eines Betriebs oder innerhalb der ganzen Volkswirtschaft überhaupt Statistik und insbesondere Zentralmaße wie den Median oder das arithmetische Mittel haben möchte. Inwiefern verändert sich also unser Wissen über Einkommen in einem Betrieb oder in einer Volkswirtschaft, wenn wir solche Statistiken haben? Und was würde uns fehlen in der Untersuchung von Einkommen, wenn wir solche Statistiken nicht hätten? Lebensweltorientiert reflektieren geht dann noch ein Stück weiter und meint, nach der Bedeutung eines mathematischen Begriffs, Satzes oder Verfahrens für einen ganz persönlich oder aber für unsere Gesellschaft als solche zu fragen. Da merken Sie schon, dass die Grenzen zur kontextorientierten Reflexion da eher fließend sind, weil wenn ich danach frage, warum Statistiken über Einkommen wichtig sind, da komme ich ja relativ schnell an den Punkt, wo ich sage, naja, damit die Gesellschaft einen Eindruck davon hat, ob der Wohlstand in der Gesellschaft halbwegs gerecht verteilt ist und, wenn es nicht so ist, es am ehesten hakt. Und dann bin ich eigentlich schon bei der lebensweltorientierten Reflexion. Ich gebe Ihnen hier noch aus einem anderen Artikel, nämlich einem von mir, wo es um elementare Größenbereiche geht, Gewichte, Längen, Zeit, Geldwerte, ein paar Leitfragen zum Selberlesen auf die Folie, einmal eher kontextorientierte Reflexionsanlässe und dann eben auch lebensweltorientierte Reflexionsanlässe. Es ist mir auch klar, und das ist eigentlich uns allen auch klar, die hinter diesem Fischer-Konzept stehen, dass man jetzt nicht im Unterricht ständig mit solchen Fragen herumschlagen kann, sonst wird das auch mit dem Aufbau des Grundwissens irgendwann schwierig. Sie sehen aber auch, dass es selbst bei relativ elementaren Thematiken durchaus möglich ist, zum Nachdenken darüber anzuregen, was uns Mathematik hilft und wo wir doch relativ schwer auf sie verzichten könnten und wo uns das vielleicht auch gar nicht immer so klar ist. Und die Hoffnung wäre da eben auch, dass das, also dieses Nachdenken darüber, für was das wichtig ist, was das hilft und was das vielleicht auch nicht hilft, dass das die Dinge dann eben auch nachhaltiger macht, weil man einen Zugang zu Sinn und Zweck des Ganzen ermöglicht hat. Soweit dann erstmal zu Roland Fischers Konzept. Für Sie wird es jetzt Zeit für ein paar Fragen zum Verständnis. Gut, ich komme nun zu Heinrich Winters Konzept. Heinrich Winter ist, beziehungsweise war, einer der bekanntesten Mathematikdidaktiker aus dem deutschsprachigen Raum. Der Name wird Ihnen in diesem Semester definitiv noch öfter begegnen. Bei Heinrich Winter sind es insbesondere drei Texte, in denen er jeweils etwas unterschiedlich gewichtete Vorstellungen zur allgemeinbildenden Wirkung des Mathematikunterrichts beschreibt. Ein schon deutlich älterer Text widmet sich der in den 1970er Jahren relativ breit und lebhaft geführten Debatte um allgemeine Lernziele. Dort steht vor allem die allgemeine Menschenbildung im Vordergrund. Ein Text von Anfang der 1990er Jahre widmet sich dann ganz speziell der Frage, was und wie der Mathematikunterricht zur Bildung mündiger Bürgerinnen und Bürger beitragen könnte. Und der bekannteste Text von Heinrich Winter zum Allgemeinbildungsproblem ist wohl auch der am meisten zitierte Text aus dem Jahr 1995. Der führt aber im Grunde genommen im Wesentlichen die Ideen der anderen beiden Texte nochmal zusammen. Dieser jüngste Text ist im Übrigen gewissermaßen eine Auftragsarbeit der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik gewesen, die den als direkte Reaktion auf die Veröffentlichung von Hans-Werner Heimanns Habilitationsschrift in Auftrag gegeben hat. Doch zunächst mal zu den allgemeinen Lernzielen von 1975. Winter beschreibt in diesem Text insgesamt vier allgemeine Lernziele für Mathematikunterricht. Allgemein sind diese Lernziele insofern, als sie sich mit jeweils leichter Abwandlung eben auch für alle anderen Fächer in der Schule formulieren lassen würden und sie in ähnlicher Weise auch allgemein als Ziele von Schule, Unterricht und Bildung überhaupt formuliert wurden und auch noch heute werden. Dass da in der Folienüberschrift ein Fragezeichen ist, stammt übrigens vom Originaltitel. Winter meinte eben gerade nicht, dass jetzt jedweder Mathematikunterricht automatisch zu diesen vier allgemeinen Lernzielen beiträgt, sondern dass sich aus diesen Zielen dann eben auch Anforderungen an den Unterricht ergeben, sowohl hinsichtlich der Inhalte als auch hinsichtlich der methodischen Gestaltung.
Nehmen wir mal die Möglichkeit, schöpferisch tätig zu sein. Die assoziieren Sie jetzt spontan vielleicht eher mit dem Unterricht in Kunst, Werken oder Musik. Ja, vielleicht auch noch mit dem Sprachunterricht, wenn es da um kreatives oder freies Schreiben geht. Winter ist nun ein sehr überzeugter Vertreter entdeckenlassenen Lernens und geht daher davon aus, dass Lernenden durchaus offene Problemstellungen zugetraut bzw. zugemutet werden soll. Also solche Problemstellungen, die kreative Lösungsansätze erfordern und eben nicht nur ein Rechnen nach Schema F. Um Sie noch mal etwas wach zu bekommen. Zunächst einmal die Quizfrage. Sie sehen hier eine Aufgabenstellung von Heinrich Winter und welchen Begriff, den Sie alle kennen, möchte Heinrich Winter wohl mit der zweiten Frage vorbereiten bzw. einführen? Gut, dieses Beispiel ist eine ganz typische Aufgabe für Heinrich Winter. Die würde man dem sogenannten produktiven Üben zuordnen. Einerseits muss man nämlich, wenn man Begriffe wie Primzahlen und Quadratzahlen noch nicht kennt, bei dieser Aufgabe viele Parkette legen und schauen, was sich mit bestimmten Plättchen bzw. Kacheln ausgeht. Recht bald werden die Kids dann merken, dass man da schauen muss, dass man eben Multiplikationsaufgaben findet, die als Lösung jeweils die Zielzahl, also 24, 25, 30 oder 37 haben. So wird dann einerseits das Multiplizieren geübt und andererseits können Primzahlen, Quadratzahlen und Primfaktorzerlegung spielerisch entdeckt oder jedenfalls vorbereitet werden. Eher schon an Mathematikunterricht direkt denken Sie wohl beim Thema rationale Argumentation üben. Es gehört ja zu den ältesten Rechtfertigungen für Mathematikunterricht, dass man da richtig, weil logisch denken und argumentieren, begründen und beweisen lernt. Dass auch das so allein noch kein Selbstläufer ist, sondern sehr wohl auch die richtige didaktisch-methodische Rahmung benötigt, werden wir dann später im Semester noch thematisieren, wenn es um zentrale mathematische Tätigkeiten geht, zu denen dann auch das Argumentieren und Begründen dazugehört. Die Forderung, dass man Mathematik im Unterricht auch als praktisch nützlich erleben soll, hatten wir ja nun schon bei Hans-Werner Heimann und der unmittelbaren Lebensvorbereitung. Das gehört bei Winter hier auch zu diesem L3, wobei L3 eben auch darüber hinausgeht. Die Beispiele, die Winter hier in seinem Text bringt, sich zum Beispiel im Unterricht mit der sinnvollen Schaltung einer Verkehrsampel beschäftigen, gehören dann doch schon eher in den Bereich herein, der bei Heimann Weltorientierung heißen würde. Es geht Winter bei L3 vor allem um eigenständiges Mathematisieren von außermathematischen Situationen. Etwas, das auch heute noch sehr modern ist und vor allem unter dem Stichwort mathematisches Modellieren verhandelt wird. Unter anderem auch in unserer Lehrveranstaltung, wiederum dann, wenn es um die zentralen mathematischen Tätigkeiten gehen wird. Wir kommen schließlich zu den formalen Fähigkeiten. Das ist jetzt wirklich etwas, wo es bei Heimann nicht so die direkte Entsprechung gibt. Winter meint damit, dass man Mathematik auch als eine Art Sprache auffassen kann. Schauen wir uns einmal die folgende Gleichung an. B ist gleich 1,2 mal n. Das könnte jetzt dafür stehen, dass auf einer Party 1,2 mal so viele Burgenländer wie Niederösterreicher anwesend sind. Oder halt 1,2 mal so viele Bayern wie Niedersachsen. Oder, was vermutlich wichtiger ist, dass man den Bruttopreis einer Ware als das 1,2-fache des Nettopreises bestimmen kann, wenn der reguläre österreichische Mehrwertsteuersatz anfällt. Die Gleichung kann also einerseits verschiedene Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen beschreiben. Zwischen Burgenländern und Niederösterreichern, zwischen Bayern und Niedersachsen oder aber zwischen Nettopreisen und Bruttopreisen. Dass ganz verschiedene Zusammenhänge dargestellt werden können, ist nun ganz typisch für Algebra oder allgemeiner für formale Sprachen. Die sind eben nicht an bestimmte Semantik oder an bestimmte Kontexte gebunden. Und für formale Sprachen typisch ist außerdem, dass man durch regelgeleitete Umformung zu neuen Erkenntnissen kommen kann und bei diesen Umformungen den Kontext eben dann auch gar nicht mitbedenken muss. Wenn wir die Anzahl der Burgenländer, Bayern oder den Bruttopreis kennen und die Anzahl der Niederösterreicher bzw. Niedersachsen bzw. des Nettopreises ausrechnen wollen, müssten wir jeweils genau das Gleiche machen und zwar immer nach n auflösen, so wie das hier gemacht ist. Es ist eben völlig egal,
wofür B und N stehen. Wer B kennt und N wissen will, muss ebenso umformen, wie das hier auf der Folie gemacht wurde. Algebra hat nun ein doppeltes Gesicht. Einerseits muss man lernen, wie man außermathematische Zusammenhänge in Formeln und Gleichungen ausdrücken kann. Dann wären wir aber eher bei L3, also beim Mathematisieren. Das Umformen und das Lösen von Gleichungen fallen dann unter den Gebrauch von Mathematik als formaler Sprache, sind also kontextunabhängiges innermathematisches Problemlösen. Und darum geht es hier bei L4, innermathematische Rechen- und Operationsfähigkeiten. Das ist jetzt dann wirklich ein recht deutlicher Unterschied zu Fischer. Denn was hier unter formale Fertigkeiten erwerben verstanden wird, ist ziemlich genau das, was bei Fischer operatives Wissen heißt und wo Fischer ja gemeint hat, das wäre dann eher nicht so wichtig für die Allgemeinbildung. Und hier ist es eben so, dass man nochmal ganz klar sagen muss, dass wenn der Fischer sagt, das ist für die Allgemeinbildung nicht so wichtig mit dem operativen Wissen und den formalen Fertigkeiten, dass er da eben vom Ende guckt. Was soll nach der Schulzeit übrig bleiben? Ja, und Heinrich Winter, der schaut halt eher, was muss ich im Lern- und Bildungsprozess eigentlich alles tun oder getan haben, damit ich ein angemessenes Bild davon bekomme, was Mathematik ist und was sie für die Menschen und die Gesellschaft bedeutet. Und da muss man dann sagen, so ganz ohne operatives Wissen und ohne formale Fähigkeiten kann das eben auch nicht abbrennen. Aber nochmal zurück. Das sollten ja allgemeine Lernziele sein, die potenziell für alle Fächer wichtig sind. Wie kommt der Winter da jetzt eigentlich drauf? Nun, Winter sieht diese vier allgemeinen Lernziele für den Mathematikunterricht einerseits als spezifische Ausformungen der Menschlichkeit des Menschen, also mögliche Antworten auf die Frage, was es ausmacht, ein Mensch zu sein, nämlich zum Beispiel ein schöpferisches, erfindendes, spielendes Wesen zu sein. Und andererseits sieht er in den vier allgemeinen Lernzielen für den Mathematikunterricht auch Grundzüge von Mathematik als Wissenschaft wiedergespiegelt, die auch über die schulische Beschäftigung mit Mathematik hinaus große Bedeutung haben. Ich gehe das jetzt aus Zeitgründen wieder nicht im Einzelnen durch, sondern will nur auf einen hier gänzlich fehlenden Aspekt hinweisen, nämlich in der Tabelle fehlt der Mensch als soziales, mit anderen zusammenlebendes und sich mit ihnen gemeinsam organisierendes Wesen. Oder wenn Sie es kürzer haben wollen, es fehlen mündige Bürgerinnen und Bürger. Die kommen hier in den allgemeinen Lernzielen gar nicht ausdrücklich vor. Diese Lücke schließt Winter dann mit einem Text von 1990, bei dem der Ausgangspunkt die Hypothese ist, dass Aufklärung ganz im traditionellen Sinn wie bei Kant Urteilsfähigkeit in öffentlichen Angelegenheiten der Menschen auch heute noch eines der wichtigsten allgemeinen Bildungsziele des Mathematikunterrichts sein sollte. Winter sieht da dann übrigens aufgrund der Arbeitsteilung und der hochgradigen Spezialisierung ganz ähnliche Probleme auf die Gesellschaft zukommen, wie wir das bei Fischer schon gehört haben. Er schlägt dann drei Dinge vor. Erstens eine Modernisierung des bürgerlichen Rechnens. Als bürgerliches Rechnen hat man traditionell den Schulstoff in der Arithmetik so ungefähr von den Grundrechnungsarten bis zur Schlussrechnung und zur Prozent- und Zinsrechnung bezeichnet. Etwas moderner heißt das auch Sachrechnen. Und dann schlägt Winter zweitens auch noch vor, so ungefähr analog zur Weltorientierung bei Heimann, sich ausdrücklich mit Fragestellungen der politischen Arithmetik zu beschäftigen. Da fällt jetzt so ziemlich alles an öffentlicher Statistik hinein, aber zum Beispiel auch die Mathematik hinter Einkommensteuern und Rentenversicherung oder hinter Wahl- und allgemeiner Entscheidungsfindungssystemen. Und drittens findet Winter auch, dass die forschenden Mathematikerinnen und Mathematiker sich mehr um die Popularisierung ihres Faches und allgemein um die Öffentlichkeit bemühen sollten. Ja, aber das ist jetzt für uns gerade dieser dritte Punkt nicht ganz so wichtig, weil wir wollen ja uns Schule und Bildung ansehen und nicht überlegen, was eigentlich die Mathematiker machen müssten. Zu den ersten zwei Bereichen gebe ich Ihnen jetzt auch mal die Beispiele, die der Winter in dem Text drin hat, mit auf die Folie. Auch hier können wir leider nicht ins Detail gehen. Die Dinge, die da unter bürgerliches Rechnen stehen, nutzen allesamt eher elementare Mathematik. Ja, Prozentrechnung, Näherungskalkulation, effektiver Zinssatz ist auch wieder Prozent- und Zinsrechnung. Bürgerlich bildend wird das vor allem durch die gesellschaftlich oder politisch interessanten Kontexte. Bei der politischen Arithmetik thematisiert Winter dann jeweils Kontexte,
wo man einerseits etwas mehr und auch höhere Mathematik benötigt, zum Beispiel Analysis, und wo man sich auch deutlich mehr mit den mathematischen Modellen und mit den Kontexten beschäftigen muss und auch ganz im Sinn von Fischer und Skovsmose auch über die Modelle und ihre Kontextangemessenheit nachdenken, also reflektieren sollte. Das wären dann auch jeweils Beispiele, die sehr gut zu dem passen würden, was bei Heimann Weltorientierung heißt. Werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick auf den berühmtesten Text von Winter, nämlich den von 1995. Im Zentrum von Heinrich Winters Text von 1995, Mathematikunterricht und Allgemeinbildung, stehen drei Grunderfahrungen, die Mathematikunterricht ermöglichen soll. Erstens, Erscheinungen der Welt um uns, die uns alle angehen oder angehen sollten, aus Natur, Gesellschaft und Kultur in einer spezifischen Art wahrzunehmen und zu verstehen. Zweitens, mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfung, als eine deduktiv geordnete Welt eigener Art kennenlernen und begreifen. Und drittens, in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten erwerben, die über die Mathematik hinausgehen. Bevor wir uns die genauer ansehen, zeige ich Ihnen mal kurz, wie die in Deutschland und Österreich Eingang in offizielle Bildungsdokumente gefunden haben. In Deutschland zum Beispiel in den Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss, also am Ende der Sekundarstufe 1, was in Deutschland allerdings die 10. Schulstufe meint. Sie sehen da, dass sich vor allem die zweite Grunderfahrung etwas verändert hat. Da ist jetzt nicht mehr von einer deduktiv geordneten Welt eigener Art die Rede, sondern davon, die mathematischen Mittel zur Bearbeitung von Aufgaben und Problemen inner- und außerhalb der Mathematik einzusetzen. Ganz glücklich ist das wohl nicht, denn bei Winter selbst war das klarer getrennt. Außermathematische Anwendung als erste Grunderfahrung, innermathematisches dann eher als zweite Grunderfahrung. Zwei von drei Grunderfahrungen haben dann auch weitgehend unbearbeitet Eingang in den österreichischen Lehrplan der Unterstufe gefunden. Dran glauben musste hier nun gänzlich die zweite Grunderfahrung. Offenbar gibt es ein gewisses Misstrauen, inwiefern innermathematisches zur Allgemeinbildung in der Unterstufe beitragen kann. Zurück zum Original. Schauen wir uns mal Grunderfahrung 1 etwas näher an. Da geht es also um Mathematik in außermathematischen Kontexten. Schauen wir genauer hin, geht es aber nicht um alle möglichen Anwendungen von Mathematik, sondern um solche, die uns alle angehen oder angehen sollten. Und es geht darum, Erscheinungen der Welt um uns mit Mathematik in einer spezifischen Art wahrzunehmen und zu verstehen. Wenn wir da an Heimann denken, kommen uns wohl vor allem zwei Dinge in Erinnerung. Einerseits unmittelbare Lebensvorbereitung, die geht uns sicher alle an, und andererseits vielleicht auch Weltorientierung. Das sollen ja mit Mathematik Phänomene aus Natur, Gesellschaft und Kultur in einer spezifischen Art wahrgenommen und verstanden werden. Anders gesagt, hier ist immer noch dasselbe gemeint, was Winter 1975 schon als Mathematisieren wichtig fand und was er 1990 als bürgerlich bildend aufgefasst hat. Verstehen, wie Mathematik uns manchmal hilft und manchmal es auch hindert, unsere öffentlichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Oder aber in Winters eigenen Worten, in Grunderfahrung 1 ist die Mathematik als nützliche, brauchbare Disziplin angesprochen und tatsächlich ist sie in dieser Hinsicht von schier universeller Reichweite. Dies allein impliziert aber noch nicht eine Bedeutung für Allgemeinbildung. Interessant und wirklich unentbehrlich für Allgemeinbildung sind Anwendungen der Mathematik erst, wenn in Beispielen aus dem gelebten Leben erfahren wird, wie mathematische Modellbildung funktioniert und welche Art von Aufklärung durch sie zustande kommen kann. Und Aufklärung ist Bürgerrecht und Bürgerpflicht. Sie sehen, das passt wirklich besser zu dem, was bei Heimann zum einen zur Weltorientierung gesagt wird und es passt auch sehr gut zu dem, was Heimann zum kritischen Vernunftgebrauch sagt. Und es ist genau dasselbe, was Winter 1990 für mündige Bürgerinnen schon wichtig fand. Und es ist auch etwas, das auch bei Fischer ganz zentral ist. Ein gediegenes Grundverständnis von der Wirkung von mathematischen Modellen, die wir im späteren Leben vielleicht gerade nicht mehr selbst entwickeln werden, aber von denen wir als Wähler, als Konsumenten, als Arbeitnehmer, als Geldanleger, als Steuerzahler und so weiter und so fort eben ständig passiv betroffen sind. Aber es gibt ja noch zwei weitere Grunderfahrungen. Grunderfahrung 2.
Mathematische Gegenstände und Sachverhalte, repräsentiert in Sprache, Symbolen, Bildern und Formeln, als geistige Schöpfung, als eine deduktiv geordnete Welt, eigener Art, kennenlernen und begreifen. Das findet man so bei Heimann eher nicht. Allenfalls am Rande der Stiftung kultureller Kohärenz und vielleicht so ein wenig beim kritischen Vernunftgebrauch. Wir haben es aber bei Heinrich Winther 1975 schon kennengelernt. Der Mensch als nachdenkendes, nach Gründen und Einsicht strebendes Wesen. Und auf der anderen Seite Mathematik als die beweisende Wissenschaftsdisziplin. Und das zusammen rechtfertigt das allgemeine Lernziel, die Lernenden im Mathematikunterricht zur rationalen Argumentation anzuleiten. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt bei dieser deduktiv geordneten Welt eigener Art. Und sie haben auch noch wieder diesen Gedanken drin als geistige Schöpfung, der Mensch als schöpferisches Wesen. Und der führt uns im Übrigen dann auch noch zu der dritten Grunderfahrung. Ja, die fehlt uns noch, also in der Auseinandersetzung mit Aufgaben Problemlösefähigkeiten erwerben, die über die Mathematik hinausgehen. Zunächst können wir auch hier wieder eine Parallele aufzeigen, ne? Genau die, die ich gerade schon angekündigt hatte. Das eigenständige mathematische Problemlösen und Entdecken lassen mathematischer Zusammenhänge hatte Winther ja auch schon 1975 erwähnt, und zwar als Ausdruck dieses schöpferisch tätig sein Könnens L1. Etwas verwundert einen an dieser Stelle allerdings die Bestimmtheit, mit der in dieser dritten Grunderfahrung davon ausgegangen wird, dass man beim mathematischen Problemlösen dann auch etwas lernt, was man außerhalb von der Mathematik so ohne weiteres verwenden kann. Tatsächlich sieht Winther die Grunderfahrung als Fortsetzung des vielleicht seit Anbeginn des Mathematikunterrichts formulierten Anspruchs, Mathematik sei so eine Art Schule des richtigen Denkens, also die Übung im strengen Denken innerhalb der Mathematik diszipliniert auch das allgemeine Denken. Liest man Winther dann weiter, so sagt er aber sehr klar, dass so ein Transfer von Mathematik auf außermathematische Kontexte sicher nichts ist, was so einfach automatisch und nebenbei passiert. Also wer so einen Transfer will, der muss dann auch wieder ganz gezielte didaktische Maßnahmen setzen, die den ermöglichen. Und was das heißt, werden wir uns dann auch später im Semester nochmal angucken, wenn es um das Problemlösen geht. Insgesamt würde ich aber schon meinen, dass Winther beim Problemlösen und beim mathematischen Denken eben einfach deutlich optimistischer an die Sache herangeht, als das etwa bei Heimann beim kritischen Vernunftgebrauch der Fall ist. Also da unterscheiden sich jetzt Heimann Fischer auf der einen Seite und Winther doch sehr deutlich, was diese zweite und dritte Grunderfahrung angeht. So, das war's jetzt für heute. Ich habe jetzt Feierabend. Für Sie scheint jetzt gleich unten in der Ecke wieder der Link auf diesen Abschlusstest auf. Und danach haben Sie dann auch Zugriff auf die Folien und Zugriff auf die Hausübung. Und für diese Hausübung wünsche ich Ihnen dann auch viel Erfolg.